Bei Leipzig müsste er definitiv eine andere Rolle übernehmen als aktuell beim VfB, wo er überwiegend fürs Tore schießen da. Am Pressing oder Spielaufbau beteiligte er sich trotz seiner enormen technischen Fähigkeiten aus meiner Sicht noch viel. Sasa will gefüttert werden. Die entsprechenden Spieler würde er bei Leipzig sicherlich vorfinden und er wäre quasi das Kontrastprogramm zum sehr stark spielerisch verabschiedeten. Plötzlich hätte Leipzig neben Geschwindigkeit und Technik auch noch einen Turm vorne mit drin. Zugegebenermaßen hätte ich eher einen González nach Leipzig verortet. Einer, der mit Anlauf auf die gegnerische Abwehr zugeht, der Kontern gefährlich ist und viel mehr und häufiger auch in den Spielaufbau eingebunden. Prinzipiell müssen tut der VfB sicherlich wenig, aber man darf auch sicher sein, wenn Muslin Tat einerseits einen Namen generieren kann und andererseits einen erfolgsversprechenden Nachfolger bereits parat hat. Warum sollte er dann nicht bereit dazu sein, auch mehr als nur einen oder zwei Spieler? Die Abgänge sollte in erster Linie ausgewogen sein, so kann ich mir beispielsweise nicht vorstellen, dass man Sasa, Silas und González gehen lässt. Insgesamt sehe ich das Gebilde in Stuttgart wesentlich fragiler als so man. Man hatte diese Saison über wenig bis nie etwas mit Abstiegssorgen am Hut und die jungen Spieler konnten sich ziemlich frei entwickeln. Gerade auch im Vergleich zum Aufstiegsjahr kann man den Unterschied in der Entwicklung. Die sind nicht alle einfach nur ein Jahr älter oder reifer geworden, sondern sie stehen einfach weniger unter dem Druck, aufsteigen zu müssen oder nicht absteigen zu dürfen. Die Ansprüche der Spieler, des Umfelds und der Fans werden steigen. Das Umfeld muss sich erstmal ordnen bzw. neu geordnet werden, erste sportliche Krisen gemeistert werden etc. Für die kommende Saison wird wohl kaum einer damit zufrieden sein, einfach nur nicht abzusteigen.